So, liebe YouTuber, liebe Abonnenten, liebe Minecrafter, hier ist NetPilgrim mit der nächsten Folge zu Diamanten, Redstone und Möpse. Ich stehe hier in einem wunderschönen Creeper-Outfit, total kreativ, ne? dieses Outfit hat mir Dark Beatmans verfasst. Die Dame hat die Zugangsdaten für meinen Account und hat sie grünlichst missbraucht. Also, unerhört. Also, ich bin schockiert. Ja, jetzt habe ich schwarze Arme. Finde ich total geil. Ja, ich stehe total drauf, schwarze Arme zu haben. Finde ich echt total schick und modisch und so ein Creeper-Gesicht. Ja, da ich ja jetzt ein Creeper bin, muss ich wohl meiner Pflicht als Creeper auch nachgehen. Und TNT, irgendwas in die Luft sprengen, ne? Ich muss als Creeper, muss man irgendwas in die Luft sprengen. Aber wahrscheinlich habe ich nicht mehr genug hier. Egal, auch ein Creeper kann Schuhe anhaben. Jawohl, jawohl, jawohl. ich bin irgendwie kürzlich gestorben. Oder sie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Egal. Nein, das war ich. Habe ich noch Schießpulver? Wo bin ich? Ah, genau, in meiner Schatzkammer findet sich Schießpulver. Also hinein in meine Schatzkammer. Dü-dü-dü. Boing, batsch, bumm, krach. Juhu, flöpp, zack, da bin ich. So, und wenn dann in dieser Kiste. Ja, ich habe 24 Schwarzpulver. Oh. Und ich habe nur 3 Sand. Das ist äußerst deprimierend. Aber mein Grubenheber ist noch aufgeladen. Das heißt, ich flitze ab in die Wüste und hole mir eine ordentliche Portion Sand. Ja, das klingt fast wie ein Witz, ja. Rennt ein Creeper durch die Wüste. Ihr dürft euch jetzt ja mal ausdenken, wie der Witz... Wo kommt denn die Katze her? Ich dachte, die sitzt oben im Schlafzimmer. Faszinierend. Ja, ihr könnt euch ja mal ausdenken, wie der Witz dann weitergeht. Creeper tot. Ah, es ist Nacht. Wenn ich auf Enderman treffe, bräuchte ich... Egal, ich habe hier meine Axt. Oh, da hat ihr aber kürzlichst ordentlichst Bäume gefällt, mein lieber Schwan. Oh, da ist... Nee, ich dachte, ich habe einen Setzling gesehen, den man noch einsammeln kann. Also ein Fichtensetzling. Ja, ich habe euch ja schon mal versprochen, dass ihr hiervon mehr zu sehen bekommt. Mehr sagen tue ich dazu noch nicht. Was dieses mystische Gebäude hier bedeutet. Sondern ich renne erstmal Richtung Wüste, um hier ordentlich Sand zu holen. Boing, 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 boing. Hüpf, düpf. Wo sind die ganzen Möpse hier? Unerhört. Keine Möpse. Alles leer. Nichts. Nicht mein Slime. Da ist ein bisschen Tintenfisch. Bisschen Tintenfisch. Aber ansonsten keine Möpse hier. Oh, jetzt wird's dunkel. Das heißt allmählich... Oh, verdammt. Ich hätte vielleicht den Rollläden runterziehen sollen. Ich sehe nichts mehr. Ah! Hilfe. Geil. Fällt voll die Sonne jetzt drauf hier auf dem Rechner. Zum Schießen. So, wo ist die hinten? Da hinten ist die Wüste, genau. Hopf, hopf, immer noch keine Möpse. Unglaublich. Immer noch keine Möpse. So, dann packen wir den Grubenheber aus. Und heben eine Grube. Also, hier. Ab dafür. Juhu! Ja, also Effizienz. Ah, geil! Katze dabei. Ja, umso besser. Keine bösen Creeper. Der Grubenheber hat Effizienz 5 und es gibt echt nichts Geileres, um Sand abzubauen. Also, ich war eine Weile, habe ich gedacht, auch TNT ist ziemlich cool, um Sand abzubauen, aber mit so einer Effizienz 5 Schaufel ist es einfach, ja. Aus Eisen habe ich die gemacht, weil die, ja, dann einfach billiger zu reparieren ist. Und so oft brauche ich die nicht. Und, ups, da ist sie fast kaputt. Und, ja, im Prinzip habe ich jetzt auch genug Sand. Autsch, doing, doing. Ja, so eine Katze dabei, kann auch nicht schaden. Aber ich dachte, ich habe die hingesetzt. Dann muss ich die nachher wieder hinsetzen. Ja, da ist sie. My Kätzchen. Ich habe noch keinen Namen. Aber Namen gebe ich dir dann mit 1.6, wenn es die Name-Tags gibt. Dann werde ich irgendwann hoffentlich in irgendeinem Dungeon, das hoffentlich noch irgendwo in irgendeinem Schrank, der hoffentlich noch nicht geladen ist, das waren jetzt ziemlich viele hoffentlich, dann hoffentlich ein Nametag finde. Dann kann ich meine Haustiere benennen. Dum-di-dum-di-dum. Ja, komm, geh mal schneller. Oh, ich könnte mal was essen. Ja, das ist das Schweinefleisch immer ja das, was weniger da ist. Knurps. So, ja, jetzt habe ich genug Sand.
um als waschechter Creeper hier meinen Creeper-Pflichten nachzugehen. Nämlich Sachen in die Luft zu sprengen. Ja, wo geht's hier denn? Ah, da geht's rein ins Dorf. So. Ja, das muss sein. Also wer mich hier schon einfach so als Creeper verkleidet, ohne zu fragen, ihr grünlichst mein Vertrauen missbraucht, ja, der muss hier leiden. Leiden! Aber sowas von. So. Nein. Nein. Da. So. Und hopp. Werkbank. Und ich weiß gar nicht mehr, wie rum das war, aber ich glaube so rum. Ich glaube so rum. Ja. So, erstmal eins. Eins reicht. Na, 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 na. So. Ich bin so böse. So böse, so böse. So. So, wo können wir denn hier mal ein TNT hinsetzen? Wo können wir mal ein TNT hinsetzen? Ja, ich denke... Ich denke... Hier drunter unter dir, Diamanten. Nein, das ist zu gemein. Ich setze einfach mal hier das TNT. So. Das ist schon schlimm genug. Nein. Dumm-di-dumm-di-dumm. So fies ist es jetzt auch nicht, dass ich das irgendwo versteckt hinsetze. Obwohl, ich könnte es auch hier im Eingang. Das wäre gemein. Aber ich glaube, das ist schon Schock genug, wenn hier so eine TNT in der Gegend rumsteht. So. Also, ich bin meinen Pflichten als Creeper nachgekommen. Ich habe TNT gesetzt. Ja. Wenden wir uns jetzt den wichtigeren Dingen zu. So, dale. Und zwar mache ich diese Folge ein paar Verschönerungen an meinem Haus. Ja, hallo Katze. Schön, dass du dir Steaks holst. Komm. Komm mal mit. Komm. Folge mir. Ja, von mir aus setze ich auf die Kiste. Fein. Bleib auf der Kiste sitzen. Ja, perfekt. So, und zwar möchte ich hier in meinem Haus weiterbauen. Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich das mache. Also hier soll auf jeden Fall ein Bücherzimmer hin, wo ich ja, jede Menge Bücher lagern kann. Also verzauberte Bücher, möglichst sortiert. Gleichzeitig vielleicht noch irgendwie was verzaubern kann. Ja, so genau habe ich da eigentlich noch kein Konzept für. Ich weiß nur, ich hätte es gerne aus Fichtenholz und ich muss hier irgendwie hier runden in mein Haus, da wo es hier noch so einfach runter geht und hier, wo noch gar nichts ist, also hier ist echt so Potenzial, ja, mehr nicht. Also das ist hier einfach noch eine Grube aus allerlei Blöcken, die da halt so sind, Kies, Sand, Erde, Lehm, Stein, alles da. Da muss auch noch irgendwie eine Verbindung hin und wahrscheinlich kommt da irgendwann mal ein Labor hin, wo ich Tränke braue. Vielleicht lasse ich den Platz aber auch frei und baue mir da noch eine Sortieranlage hin, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, immer mein Inventar auszuräumen, sondern schmeiße ich dann einfach in die Sortieranlage und dann tue ich in meine Schatzkammer nur noch die Sachen, die wirklich relevant sind. Aber im Prinzip kann ich dafür hier zumachen, weil ich da wunderbar auch so hinkommen. Okay, dieser Glowstone ist auch für außen wichtig. Aber im Prinzip brauche ich ihn dann nicht. Dann muss hier offen bleiben, weil sich hier nämlich ein Ausgang befindet. Ansonsten, ja, ich glaube, ich ziehe das einfach mal rüber. Gut, dann hole ich jetzt einfach mal Baumaterialien aus meiner Schatzkammer. Und baue danach so ein bisschen an dem Bücherzimmer weiter. Dafür brauche ich Kisten. Den Sand brauche ich nicht. Also der Sand kommt hier rein und ich brauche dafür auch kein Schwarzpulver und ich brauche dafür auch keine Redstone-Fackel. Ich brauche dafür
wahrscheinlich Glowstone. Ich glaube, ich werde eher den Glowstone nehmen. Ah, ich muss den Grubenheber wieder hier reinlegen, so nicht, dass der mir am Ende noch kaputt geht. Und den Hauslabauer muss ich reparieren. Gut, das mache ich dann noch. Dann brauche ich... ist da wer gelaufen? Dann brauche ich natürlich jede Menge Fichte. Fichte, Fichte, Fichte. Und ich brauche... Ofenkartoffeln, lol. Eier brauche ich keine. Ich brauche keine Eier. Ich brauche keine schwarze Wolle. Die habe ich jetzt nur für den Anfang gebraucht. Aber ich brauche jede Menge Bücher. Die sind aber, glaube ich, alle oben. Ich habe noch ein bisschen normales Holz. Zwei Stück. Aber kann man auch das Birkenholz für nehmen, weil Birken haben wir eigentlich auch genug, um daraus irgendwelche Bretter zu machen. Auch die Birken, ja, nehmen wir lieber direkt erstmal die Birkenbretter, falls nur noch irgendwas fehlt. Haben wir hier unten noch Leder, da haben wir auf jeden Fall noch Bücher. Oh, ich hatte sogar noch einen TNT, lustig. Ich habe so viele Tränke, unglaublich. Trank der Feuerresistenz, Trank der Schnelligkeit, Wasserflasche. Faszinierend. Da ist kein Leder drin hier vielleicht. Nein, alles Leder ist oben, perfekt. So wie sich das gehört. Alles klar, dann habe ich, glaube ich, erstmal so im Groben und Ganzen alles, was ich haben möchte. Ja, was ich mir vielleicht noch oben hin mache, ist noch einen zweiten Zaubertisch. Das heißt, ich brauche noch Obsidian. Obsidian 1, 2, 3, 4. Und Diamanten brauche ich. Oh, muss ich mir machen. Muss ich mir machen mit dem Talisman. Talisman. Mein Talisman. Wahrscheinlich reicht. Ja, einer reicht. Oh, vier Stück. Vier Diamanten aus einem Erz. Effizienz 3 eben, ne? Ist geil. So, Felsschmeichler. Nein, nicht Felsschmeichler, sondern Arbeitshacker. So. Ja, ich habe ganz viele unterschiedliche Sachen. So, dann habe ich eigentlich alles dabei. Und muss jetzt erstmal umsortieren. Und ich bin faul. Und ich habe keinen Bock, einfach alles umzusortieren. Und deswegen mache ich jetzt erstmal... so, ne? Irgendwie. Und ich glaube, drei reichen. Drei Trichter. Ich wusste irgendwie, dass ich da noch einen drin ist. Ja, das ist auch so eine super, super Kiste. Und mache hier das erstmal weg. Und entleere diese Truhe einfach auf die diese Art und Weise. So, und hopp, hopp, boing. Ja, wie ihr auch an dem grünen Ding da unten seht, eins der Plugins ist hier so ein so eine Schutzfunktion. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Dann setze ich da mal einen Block hin und da hier wieder. Kurz so. Ja, gehst du da runter? Egal. Ja, das liegt an meiner Maus. Geil. So, das heißt, die Truhe läuft. Die hockt sich wieder drauf. Unglaublich. Put, 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 put. Put, 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 put. Komm her. Komm her, du blöde Mieze. Warum hockt die eigentlich nicht auf dem Bett? Geh runter. Runter. Nein. Runter da. Runter, habe ich gesagt. Egal. Ja, das läuft jetzt hier in aller Ruhe leer. Dann kann ich schon mal den Zaubertisch einsammeln oder den Amboss einsammeln und den den Tisch hier einsammeln. Dann kann ich die Maus nervt. Dann kann ich Bücher machen. Ah, dafür brauche ich Bücher. So. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Aua. Oh, mehr Leder habe ich nicht. Das ist schade. Das ist echt schade. Hallo, Mieze. Setz dich. Fein. So ist fein. Schön sitzen bleiben. Au. Was soll denn das? Ich will nicht ständig runterfallen. Manu. Blöd hier. Echt blöd.
So, jetzt nochmal. Also, genau, die macht dann auch gleich leer. Ah, prima, die ist leer. Sehr schick. Dann kann ich wahrscheinlich, ja, die drei Trichter abbauen. Itemverlagerung hat funktioniert. Ja, die nach oben müssen die dann noch per Hand sortiert werden, aber das ging jetzt mir einfach viel schneller, wenn ich die jetzt einfach da irgendwie runter in eine Kiste. Kiste. Ich habe nur einen Trichter. Aber wahrscheinlich ist der. Ja, dachte ich mir. Wenn ich die jetzt einfach hier so runter, runter, runter. Und Kiste. So. Ja, dann muss ich nicht alle Items da irgendwie einzeln anklicken und umklicken und hast du nicht gesehen und so, es ist viel angenehmer. So, dann ist hier quasi erstmal, ah ja, Torchi. Torchi. Torchi, die kleine Fackel. Ach, herrlich. So, hängen wir Torchi mal hier hin. Torchi, die kleine Fackel. Und, ja, das war schon. Zack. Und ja, von mir aus. Ja, das soll mir recht sein. Gut. Dann haben wir jede Menge Stein dabei. Oh, herrlich. Ja, den Stein habe ich natürlich jetzt vergessen. Also ein drittes Mal hier rein. Warte, ja, ich glaube, es war dreimal. Oh, ich habe sogar noch. Prima, wo ich gar nicht mehr erst irgendwelchen Craft. Und wieder nach oben. Au. Ah, genau, ich habe jetzt hier den Kurzweg. Ich habe hier für kurze Zeit den Kurzweg. So. Dann Fichtenholz. Fichtenholz, Fichtenholz, Fichtenholz machen wir zu Fichtenbretter. Erstmal nur die Hälfte, weil wir wollen ja nicht hier alles voll haben. Und dann verkleiden wir hier mal den Raum. Das heißt, wir müssen streng genommen hier anfangen. Aber es ist jetzt eine Wand und ist dann doof, weil es geht ja dann bis hier und ja, dann wird es einfach nur ein Schrank. Okay, dann wird es einfach nur ein Schrank. Und wir brauchen auch noch Bücherregale. Dafür brauchen wir Bücher. 9 Stück. Kriegen wir aber auch nur 9 Bücherregale. Das ist schade, da müssen wir nachher nochmal Kühe schlachten gehen. Kriegen ja 3 Bücherregale. Müssen wir Kühe schlachten gehen. So, wupp. Und zack. Und einsammeln. 3 Bücherregale. Geil. So, das Ganze sieht natürlich dann besonders schick aus. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 haben wir breit. Und diese 5 können wir dann auch nehmen. Und im Prinzip können wir auch den Boden damit machen, weil wir haben ja unten genug Platz, dass wir dann die Decke 2 breit machen können. Dann ist hier in der Mitte. Ja, dann machen wir erstmal in der Mitte einen Boden aus Fichtenholz. Das ist doch schon mal ein schöner, schicker Anfang für so ein. Für so ein Zimmerchen. Und im Prinzip können wir das Zimmer hier an der Stelle zumachen. Das heißt, spätestens bis da geht der Boden. So. Und dann kommt da weg, 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 da weg. Ah, ich stehe auf einem einsamen Block. Au. Es musste sein, es ging nicht anders. Ich konnte nicht anders. Also ich konnte, ich hatte keine Wahl. Ich hatte wirklich keine Wahl. Ich musste es tun. Es ging nicht. Es ging gar nicht. So. Okay, dann hopp, hopp. Verkleiden wir hier mal das Ganze mit dem Fichtenholzboden. Schick, schick, schick. So, ist schön. Ja. Genau. Ach, wie schick. Ach, wie schick das doch wird. So ist das. Nice. So. Und dann stellen wir hier einen Schrank auf. Okay. Und in diesen Schrank müssen dann Kisten reinpassen. Ja, genau. Kisten reinpassen und Bücherregale. Und ich muss mir noch ausdenken, wie ich das anordne. Und entsprechend kommt auch hier ein Schrank hin. Allerdings ist der dann natürlich entsprechend
kleiner. Ich glaube, ich mache das erstmal voll und überlege mir dann immer noch, wie genau ich das anordne. Damit ich einfach mal hier so einen Überblick habe, wie das am Ende auszusehen hat. Ding, ding. Oh, da ist mir ausgegangen, das Fichtenholz. Dann machen wir dann noch ein paar Bretter. So, nein, pfui, bar, böse. So. Und ja, die, für die entsprechende Lichtquelle können wir dann immer noch sorgen. So. Ja, ne, lassen wir erstmal auch hier offen. So. Dann setzen wir in die Mitte mal eine Sicherheitsfackel, solange wir hier noch arbeiten. Ich möchte nicht, dass hier was spawnt. So, boing, Sicherheitsfackel. Gut, dann haben wir hier Schränke und da soll man hier rausgucken können. Aber im Prinzip muss das ja hier nicht so durchgehen, sondern im Prinzip kann auch hier eine Reihe, kann auch hier eine Schrankreihe hin. Und im Prinzip, damit wir das hier Ganze wie so eine Art Raumtrenner gestalten, ziehen wir den einfach hier so drüber, dass man noch links und rechts dran vorbeigehen kann. Wobei ich fast glaube, obwohl doch, das ist gediegen. So. Dann, ja, es ist, das sieht schick aus. Dann tun wir unseren, haben wir noch einen zweiten Zaubertisch, genau, den wollte ich mir noch machen. Oh, ich habe mir kein Buch übrig gelassen. Verdammt. Ich habe mir kein Buch übrig gelassen. So, her mit den Büchern. Und jetzt machen wir uns noch einen Zaubertisch mit unserem Obsidian. Zack. Zack. Und das Buch oben drauf. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist das Buch. Zaubertisch. So. Und dann machen wir, glaube ich, das sind wir zwei dazwischen sein. Das heißt, hier können wir einen Zaubertisch oder. Ich glaube, es muss da sein. Da kann man einen Zaubertisch hinmachen und da dann auch. Und können hier dann gemütlich so eine Lesecouch, Leseecke, irgendwann irgendwas draus machen. Indem wir einfach. Quatsch, wieder an die Werkbank. Indem wir einfach hier Treppen machen. So. Und ja, noch Treppen. Und machen hier eine schicke Lesebank raus. So. Perfektissimo. Und das ist schon mal der erste Eindruck von meinem kleinen Bücherzimmer. So. An dem baue ich dann natürlich irgendwann weiter. Nicht zwingend nächste Folge, aber irgendwann. Und ja, zeige ich euch das jetzt nochmal so von außen oder von. Ne, die wollte ich drücken. Ja, ich kann euch das vielleicht nochmal von außen zeigen. Obwohl, das ist ja von innen schön. Habe ich ein kleines, schon mal eine kleine Leseecke. Und jetzt muss das hier nur ausgebaut werden, mit Truhen gefüllt werden, mit Büchern gefüllt werden, damit es ein richtiges kleines Bücherzimmer wird. Prima. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.